es entweder in die Warteschlange kommt oder es nachgefragt wird, ob das abgebrochen werden soll. Ich meine, ich habe zwar die Legierungen wiederbekommen, aber wir haben dadurch natürlich wieder Zeit verloren. Was haben wir hier? Hier haben wir noch Jobs. Informationscontainer, Agrarsubvention, diplomatische Zugeständnisse. Wir kriegen leider es nicht hin, unsere Construction complete. Ganzen Edikte laufen zu lassen. Die mögen uns, aber die mögen uns nicht mehr wegen Grenzkonflikten. Wir haben... Ach, wegen der Racket, ne? Naja, halb Amazon, die können tatsächlich auf toten Welten überleben. Könnte ich ausnutzen, aber möchte ich ehrlich gesagt nicht. Special Project complete. Vegetarian-Raffinierung, okay. Okay, wir können beginnen, die Ökologie, also die Ecumenopolis. Und zwar brauchen wir genau 200 Einfluss, das haben wir gleich, und wir brauchen Mineralien. Ah, ich habe nicht genug... Das ist auch etwas, was das Spiel eigentlich nicht zulassen sollte. Ressourcensilos. Construction complete. Vessels upgraded. 7,4. Ach du Scheiße. Ich merke auch gerade, das ist total unrömisch, was ich hier mache. Total barbarisch. Warum sagt denn auch niemand was? Construction complete. Construction complete.
Vessels upgraded. So, jetzt können wir. So, so. Arkäologieprojekt. Das dauert jetzt 10 Jahre. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr in dieser Aufnahme sehen, aber danach haben wir eine Ecominopolis. Und das wird wunderbar. Wenn jetzt nur meine Faunus, ja. Wenn jetzt nur meine Wirtschaft nicht komplett kollabieren würde, das wäre toll. Construction complete. Construction complete. Priki. Wie sieht es hier aus? Dann können wir nämlich die ein paar Priki umsiedeln. Wir haben hier den umgebauten Schiffsrumpf. Energienetz. Receiving communications. Troja möchte ein Verteidigungsabkommen. Ja, komm, machen wir mal. Die machen sich gerade ziemlich stark. Das dunkle Volk und die Mayas, da mache ich mir nicht so die Sorgen rum. Communications. Wirtschaftspakt. Das kostet uns natürlich jetzt Einfluss. Das System können wir uns holen, das ist noch zu... Das können wir uns holen. Construction complete. Construction complete. Konsumgüter. Also dieses Handelshabitat bringt nicht so viel, wie ich gehofft habe. Technology secured. Construction complete. Genmodifikationspunkte. Ökologische Anpassung. Schlachtschiff dauert noch zu lange. Aber ich kann mir die hier mal gerade holen. Technology secured. Impulstriebwerk dauert auch zu lange. Zitadelle dauert zu lange. Das dauert alles ewig. Kadir, Sablisur. Bitte beachte, dass die Aufkleber könnte Spuren von vengralianischem Abfall enthalten, nur darauf hindeuten, dass das Produkt in Einrichtungen hergestellt wird, die auch vengralianische Abfälle verarbeiten, nicht jedoch, dass das Produkt vengralianische Abfälle sind.
Ja. Moment, wir müssen... Wir müssen überlegen sein, damit wir... Das sind wir ja schon praktisch. Damit wir es überhaupt verlangen können, das ist das Problem. Dominierung? Oder ist das irgendwie eine... Nein. Also normalerweise... Das ist doof, dass wir es nicht verlangen können. Es fehlen Mineralien, um einen Mineraliendistrikt zu bauen. Wunderbar. Wo war ich denn jetzt? Wie ab hier? Da. Limes kann auch eins bauen. Das hier könnte ein sehr mineralienreiches System sein, da sich ja dort auch die Drohnen befinden. Aber die Asiaten dominieren im Moment ziemlich, wobei die Mayas auch sehr stark sind. Ägyptisch Machine Uprising? Was? Hä? Es ist aber kein... Es hat aber kein Uprising stattgefunden. Können wir ein Forschungsabkommen schließen? Bald. Migrationsabkommen, aber das... Die, ja, die brauchen die gleichen Welten wie wir. Ja, den Trojanern wäre ich vielleicht sogar bereit, volle Staatsbürgerschaft zu geben. Construction complete. Wir brauchen viel zu viel Energie. Complete. Construction complete. Unsere komplette Wirtschaft kollabiert gerade, das ist nicht gut. Der Rest ist eigentlich nicht, sollte eigentlich nicht so ins Gewicht fallen mit einstelligen Popzahlen.
Das kann ich mir nicht leisten. Stabilität, was ist denn hier los? Warum ist die so gering? Zufriedenheitsbewertung Bewohner, was ist denn los mit euch? 25, xenophob. Xenophil, Pazifist, Pazifisten sind komplett. Naja gut, das sind die Priki. Wie es dem Priki geht, ist mir ziemlich egal. Römer. Militaristisch. Wir haben keine Subjektnation, aber es ist noch okay. Monkadir, Sablisur. Wir machen das mal eben. Die Priki sind gar nicht stark genug, um Rivalen zu sein. Construction complete. Aber da sind die schon mal direkt glücklicher. Wissenschaft ohne Grenzen. Wie sehr zieht ihr das runter? Im Moment gar nicht. Also Rom steht leider gerade so ein bisschen vorm Kollaps. Ich meine, hier das System bietet gut Rohstoffe. Das wird ein bisschen helfen, aber was kostet uns bitte so viele Distrikte? Gebäude, Sternbasen, Stationen, Schiffe. Warum kostet uns das so mega viel? Anomaly found. Ägypter. Oh, wow. Genau, was ich eigentlich machen möchte. Migrationskontrolle. Ich möchte nicht, dass ihr es euch einfach bewegt, wie es euch passt. Kann ich noch irgendwas ändern? Richtlinien. Kriegsdoktrin uneingeschränkt. Hit and Run. Willkürlich Umsiedlung gestattet. Landbeschlagnahme bestattet. Erstkontakt friedfertig. Ändert zwar jetzt eh nichts mehr, aber egal. Verdrängungsstatus offen. Ernährungsbilanz. Ich möchte ungern das Wachstum
verringern gemischte Wirtschaft. Ja, komm, wir gehen auf gemischt. So viele Legierungen brauchen wir auch nicht. Verbraucherorientiert ist okay. Bewohner können deportiert werden. Stimmt, doch, das können wir schon. Das ist die einzige Säuberungsmethode, die wir als nicht xenophobes Imperium haben. Construction complete. Unterstützt nur 12 Distrikte. Pass auf, hier machen wir einmal eine Schiffswerften. Dann ändere ich tatsächlich auch mal das in Besatzungsquartiere. Construction complete. Conclave of the True Gospel. Spiritualistisch, ja toll. Munkadir Sablisur. Ja, die Wikinger sind auf einmal. Star System charted. War declared. Vassalisierung verlangen. Werden sie ablehnen, weil sie feindlich sind. Relative Macht der Reiche. Wir sind einmal wieder ebenbürtig. Munkadir Sablisur. Es wäre schön, wenn nicht alles auseinanderfallen würde. Die hier können wir mal irgendwo hin platzieren. Gibt es noch irgendwo etwas, wo wir zu wenig haben? Das hier, aber hier gibt es nicht wirklich Rohstoffe. Hier schon. Wir siedeln einmal um nach Faunus und zwar die 6. Das Habitat ist nun vollständig. Ja, Frage ist, wie viel das bringen wird.
Ich habe für das Ding nicht mal ein Kolonieschiff gebaut. Ansprüche. Wir könnten natürlich auch probieren, eins dieser Systeme zu beanspruchen und das als Brückenkopf zu behalten. Aber dafür bräuchten wir natürlich langfristig halt Gateways und das haben wir noch nicht. Forschungsabkommen, ja, komm. Construction complete. Finde ich gut. Schon wieder zu wenig Konsumgüter. Aber so langsam kriege ich das in den Griff. Hieraus könnte man auch gut einen Ecumenophilus machen. Wenn ich so drüber nachdenke. Irgendwann später vielleicht. Jetzt haben wir schon wieder kein Essen. Construction complete. Construction complete. Technology secured. Das können wir brauchen. Das könnte uns sogar retten. Oder zumindest dazu beitragen. Das hier wollte ich mir schon längst geholt haben. Hier ist gar nicht so viel, wie ich gehofft habe, aber 22 Mineralien ist gut. Dann wird das hier eine Handelsstation und hier Construction complete. Geschützbatterie. Construction complete. Hier das gleiche. Star System charted. Construction complete. Hier ist insgesamt ziemlich wenig los, stelle ich fest.
Alter von 105, das ist doch ein gutes Alter. Okay, also ich würde sagen, diese Situation ist schon mal besser als am Anfang. Wir sind relativ stark jetzt, also wir können es eigentlich mit... Ja gut, mit den Asiaten sollten wir uns vielleicht... Da müssen wir vorsichtig sein, aber mit dem Rest können wir soweit uns messen. Die Wikinger sind stark geschwächt. Da müssen wir uns noch überlegen, wie wir genau vorgehen. Die Priki sind weg. Oder so gut wie weg. Das könnte nur mit den Amazonen schwierig werden. Und die Trojaner haben wirklich ein erstaunliches Comeback gemacht. Und ansonsten, für den wirtschaftlichen Kollaps muss ich mir noch etwas überlegen. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Sid Lares. Bis zum nächsten Mal.